14.000 oder 40.000, niemand hat die Toten zählen können. Es waren zu viele. In 50 Sekunden bebte die Erde, in der Nacht des 17. August 1999 um 3.10 Uhr, als alle schliefen. Und dann das Wunder. Nach 4 Tagen wird ein 9-jähriges Mädchen lebend geborgen. Begraben unter 6 Stockwerken Beton. Rettung nach 100 Stunden Todesangst. San, hey San, en son giden San. San olmayacaksın sen, hey San. En son giden sen, sen olmayacaksın, bana güven. Der Albtraum vor einem Jahr hat hier keine Familie verschont. Der türkische Popstar Candan Erçetin singt für sie. Gölcük, Yalova, Çınarcık. Damals nette Ferienorte am Marmara-Meer, heute die Namen einer Katastrophe. Es war das stärkste Erdbeben in der Türkei seit 50 Jahren. Hier hat es gewütet. Das Erdbeben liegt ein Jahr zurück. Şiran Franco habe alles gut überstanden, sei wie alle anderen Kinder auch. Äußerlich, sagt ihre Mutter Iris Franco. Es ist der 21. August 2000. Die kleine Israelin aus Haifa ist 10 Jahre alt, aber heute feiert sie ihren ersten Geburtstag, denn es ist der Jahrestag ihrer Wiedergeburt. Damals, Mitte August, sollte es in die großen Ferien gehen, in die Türkei, ins beliebteste Urlaubsziel der Israelis. Reisefieber. Mein Mann und ich haben zusammen die Koffer gepackt. Er war besorgt, ob wir auch an alles gedacht haben, an die Medikamente für die Kinder und alles. Er hat eine lange Liste gemacht, damit auch ja nichts fehlt. Er hat gesagt, lieber etwas zu viel als etwas zu wenig. Und wir haben wirklich viel zu viel mitgenommen. Tel Aviv, Istanbul, eine Flugstunde und 40 Minuten. Für die Kinder ist es der erste Flug, auch für den Vater. Die Frankos wollen weiter nach Çınarcık, einem unscheinbaren Nest am Marmara-Meer. Sie wollen dort eine eigene Ferienwohnung kaufen, wie andere Freunde aus Israel auch. Ein türkischer Baulöwe hatte in Israel dafür Werbung gemacht. 3 Zimmer, Balkon, 20.000 Mark. Eine Gelegenheit. Die Schwiegereltern waren schon vorgefahren, hatten die erste Rate bezahlt und die Schlüssel der Wohnung bekommen. August 19, 1999, die Nacht vor der Katastrophe. Die Gastfreundschaft, die Hitze, neue Gerüche. Der erste richtige Ferientag geht zu Ende. Die Familie Franco bummelt durch Yalova, eine Kleinstadt in der Nähe. Irgendwann quengeln die Kinder, sie wollen ins Bett. Die Frankos kommen in die halbfertige neue Ferienwohnung.
Die Schwiegereltern sind schon längst im Bett. Es ist die zweite Nacht im neuen Heim. Aber es wird die letzte sein. Es war 1 Uhr nachts. Die Kinder sind gleich schlafen gegangen. Und wir saßen im Wohnzimmer und haben noch Fernsehen geguckt, bis wir auch schlafen gegangen sind. Dann ist es 3:10:23. Ich habe eine starke Bewegung gespürt, als ob mich etwas hin und her schleudert, wie eine Welle, hin und her. Ich sagte zu meinem Mann, Itzig, was ist los? Und die Kinder? Ich dachte sofort an die Kinder und er sagte, wow. Ja, er wollte aufstehen, er schläft immer auf dem Bauch. Er wollte aufstehen und da ist schon alles eingestürzt. Ich hörte dann von ihm nichts mehr. Und danach, als er mir nicht antwortete, fing ich an, hysterisch zu schreien. Wie lange war das? 1 Stunde, 1,5. Ich habe noch nie in meinem Leben so geschrien. Ich habe geschrien, antworte mir, Itzig, antworte. Ich begriff, dass eine große Katastrophe geschehen war. Ich hörte niemanden. Es gab keine Stimmen im Haus. Ich hörte von draußen Laute, aber die Stimme von meinem Mann, meinen Schwiegereltern, meinen Kindern. Es gab keine Stimme. Ich habe nur noch gebetet. Noch 100 Stunden bis zu diesem Bild. Shiran Franco und ihr Retter. Der israelische Militärarzt Dr. Isaac Ashkenazi aus Tel Aviv. Ashkenazi ist gerade zu Bett gegangen. Es war ein harter Tag. Es ist die Nacht der Katastrophe in der fernen Türkei. Ashkenazi gehört eine Spezialeinheit an, die Verschüttete rettet, weltweit, vor allem aber in Israel. Am Abend der Erdbebenkatastrophe hatte er Hunderte von Verletzten versorgen müssen, Sterbende begleitet. Da war der Ernstfall noch eine Übung. Bomben, Raketentreffer, Anschläge, eine immer gegenwärtige Bedrohung seines Landes. Die Krankenhäuser in ständiger Alarmbereitschaft. Solche Übungen zehren. Die in der Nacht des Bebens besonders. Sie hatte dem Arzt gezeigt, wie beschränkt letztlich seine Möglichkeiten sein werden, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Mit diesen Gedanken wird der Familienvater dreier Kinder ins Bett gegangen sein. 2 Stunden später ist der Ernstfall da, in der Türkei. Noch in der Nacht beschließt Israel die Entsendung der Spezialeinheit von Isaac Ashkenazi. Aber der Abflug aus Tel Aviv verzögert sich dramatisch. Alle Verbindungen in die Türkei sind tot. Ashkenazi weiß nicht, wo und ob sie überhaupt in der Türkei landen dürfen, welche Rollfelder noch intakt sind, welche nicht. Trotzdem werden er und 64 Helfer die ersten sein, die im Katastrophengebiet eintreffen, noch vor den türkischen Hilfstruppen. Aber was sie vorfinden, verschlägt ihnen die Sprache. Es war diese Stille, eine furchtbare Stille. Normalerweise hören wir bei einem Unglück ziemlichen Lärm, aber hier diese Stille, es gab keine Autos, keine Bulldozer, es gab nur im Hintergrund das Weinen von Menschen. Aber nicht hysterisch, sondern still. Das war das allererste, was wir wahrgenommen haben. Das zweite war der Geruch. Es war ein ungewöhnlicher Geruch in der Luft von Rauch und Staub. Und es fing auch an, nach Leichen zu riechen, denn es war sehr heiß, es war ja August.
Und das Dritte, was wir wahrnahmen, wir sind es gewohnt, ein zerstörtes Gebäude zu sehen oder auch 10 oder 30. Aber hier sahen wir, dass alles zerstört war. Dörfer, ganze Ortschaften, einfach alles. Es gab keine Ruhe für die Augen, für die Nase oder für die Ohren. Mindestens 17.000 Grabsteine in der Türkei tragen ein und dasselbe Datum, 17. August 1999. Gölcük und der Friedhof. Gölcük ist der erste Einsatzort für die Israelis. Sie sollen im Casino der türkischen Marine nach Überlebenden suchen. Dort hatte es am Abend der Katastrophe noch einen pompösen Festakt gegeben. Die Marinebasis Gölcük feierte ihren neuen Kommandanten. Keiner dieser 420 Gäste hat die Nacht überlebt. Das Erdbeben wenige Stunden nach diesen Bildern war im Protokoll der Militärs ebenso wenig vorgesehen wie in der Ferienplanung der kleinen Schiran. Wenn Ashkenazi und seine Männer am nächsten Abend hierher kommen, werden sie nichts mehr zu retten haben. Das Casino wird einfach in sich zusammensacken durch das Beben, aber auch weil der Bau 3 Stockwerke mehr hatte als erlaubt. Ein Grab für die Offiziere und ihre Familien. Gefallene in Zeiten des Friedens. Kostbare Zeit verrinnt durch den Einsatz für die türkische Marine. Isaac Ashkenazi gelingt es, sich aus der Umarmung der Militärs zu lösen. Auf eigene Faust machen sich die Israelis an die Bergung von Zivilisten, retten eine junge Frau. 12 Menschenleben werden sie insgesamt retten. Viel zu wenige, sagt Ashkenazi. Eine Heldentat, sagen die Türken, und fluchen auf das eigene Militär, das schweres Gerät in den Hallen lässt und nirgends auftaucht. Zu diesem Zeitpunkt liegt die kleine Schiran schon mehr als 30 Stunden unter Tonnen von Beton. Mit ihrem Zwillingsbruder, dem Vater, den Großeltern und der Mutter. Aber keiner weiß vom anderen. Keiner weiß, ob der andere noch lebt. Schirans Mutter, bis zum Hals im Schutt, gelähmt vor Angst. Ab und zu hörte ich Menschen, die auf unserem Haus über uns herumliefen. Und jedes Mal fielen dann Steine auf meinen Kopf. Das war der einzige Teil meines Körpers, der frei war. Und immer wenn jemand hochging, gab es Sand und neue Steine. Irgendwann bewegte ich meinen Kopf nach hinten. Ich wollte feststellen, ob ich mich irgendwie befreien könnte. Da sah ich plötzlich einen winzigen Lichtstrahl und habe versucht, mich langsam dahin zu bewegen. Ich fing an, auch meine Füße vorsichtig zu bewegen. Dabei fühlte ich die Hüfte meines Mannes. Sie war nass, mein Mann lag seitwärts an meinem Körper. Eine Sekunde zögerte ich, ob ich hinausgehen und ihn so zurücklassen kann. Aber andererseits, wir brauchten schließlich Hilfe. Ich fing an, Gegenstände, die im Weg lagen, zu bewegen. Ich schrie, bis jemand kam und mich herauszog. Es gibt heftige Nachbeben. Die Überlebenden sind in ständiger Panik. Iris Franco sitzt unter einem Olivenbaum unter freiem Himmel, der einzig sichere Ort. Sie starrt auf die Trümmer ihrer Ferienwohnung, in der sie ihre Familie weiß. Iris isst nichts, sie trinkt nichts, sie fleht und schreit, da unten ist meine Familie. 40 Stunden nach dem Beben.
Sie geht zur örtlichen Polizeistation, will nach Israel telefonieren, ihren Bruder erreichen. Aber nichts geht. Außer ihrem Nachthemd und einer Handtasche hat Iris nichts retten können. Sie zeigt Fotos von Miriam, der Schwiegermutter, von Schmuel, dem Schwiegervater, von ihren Zwillingen Shiran und Arye und von Itzik, ihrem Mann. Keiner will diese Bilder sehen. Es gibt so viele Tote, so viele Verwundete, so viele Vermisste, so viele, die suchen. Iris kann sich nicht verständigen. Die Polizei ist völlig überfordert, die öffentliche Ordnung restlos zusammengebrochen. Erste Plünderungen. Und dann ist der Mann auf der Flucht, der auch den Frankos aus Israel eine Wohnung angedreht hatte. Veli Götscher, Bauunternehmer, Multimillionär und bis zum Beben der angesehenste Bürger der Stadt. Besonders seine Immobilien, ganze Siedlungen sind wie Kartenhäuser zusammengefallen. Aufgebrachte Kunden demolieren sein Büro. Bestechung und Korruption. Der Baulöwe hatte den ganzen Stadtrat im Griff. Zwei Kinder ringen derweil mit dem Leben. Seit bald 3 Tagen. Opfer von Veli Götscher. Shiran hat ihren Zwillingsbruder Arye auf dem Schoß. Ein Steinbrocken hat sein Auge zerschlagen. Sie tröstet ihn, so gut sie kann. Die Retter kommen immer näher. Shiran und Arye liegen unter diesem Trümmerhaufen, unter 6 Stockwerken Beton. Niemand ahnt, dass sie überhaupt noch am Leben sind. Amnon hat sich aus Israel nach Chinarchik durchgeschlagen, Iris Bruder. Amnon hat ein Bild malen lassen für Shiran, zum Jahrestag ihrer wunderbaren Rettung, an die er damals nicht zu glauben wagte. Denn er wusste, noch Lebende zu finden, wurde mit jeder Stunde unwahrscheinlicher. Als er 3 Tage nach dem Beben an den Ort der Tragödie kommt, findet er seine Schwester wie betäubt vor. Ich umarmte sie, sie fing an zu weinen, wir weinten beide. Es war sehr bewegend. Ich habe mich so gefreut, dass sie am Leben war. Gerade kommen alle Bilder wieder zurück. Das nimmt mich wieder sehr mit. Leichen. Es werden nur Leichen geborgen. Bei jeder Leiche der Gedanke, jemand aus der eigenen Familie. Ich sollte eine Leiche identifizieren gehen, nach dem Gold, nach dem Schmuck. Ich dachte, es ist die Großmutter. Es war ein ganz furchtbarer Anblick. Das Gesicht war so entstellt. In keinem Horrorfilm kann man ein so entstelltes Gesicht sehen. Es war ein ganz fürchterliches Erlebnis. Und? War sie es? Nein, es war jemand anderes. Die Israelis erreichen Chinarchik. 80 Stunden nach dem Erdbeben. Die Männer sind auf sich angewiesen, auf ihr eigenes schweres Gerät und auf die verzweifelte Hilfe der Bevölkerung. Die israelischen Rettungsmaßnahmen werden jetzt durch Eli Shaked, den Generalkonsul Israels in Istanbul, koordiniert. Er fragt sich seit Tagen, wo eigentlich das türkische Militär bleibt. Insgesamt war die türkische Armee in den ersten 2 bis 3 Tagen eine einzige Enttäuschung. Sie war einfach nicht da. Und danach? Nachdem die Armee die Dimension des Unglücks begriffen hatte und ebenfalls begriffen hatte, dass man nicht die gesamte Arbeit den Fremden überlassen kann, den Israelis, den Europäern und allen anderen, sondern dass die türkische Armee als Hausherr die Verantwortung zu übernehmen hatte, fing auch sie an, im Unglücksgebiet tätig zu werden. Die mörderische Hitze. Die Toten sind entstellt, aufgedunsen wie Ballons. Die Gesichter ohne Augen, Nasen, Ohren. Es beginnt ein Gezerre um die Leichen.
Die türkischen Behörden bestehen darauf, sie sofort zu verscharren. Die Israelis wollen wenigstens ihre Toten mit nach Hause nehmen. Amnon unterstützt den jetzt eingetroffenen israelischen Erkennungsdienst. Ich musste immer wieder ein Stück Kleidung abschneiden und damit zu Iris laufen. Und ich fragte sie: Iris, ist das das Nachthemd, das sie trug? Und sie sagte: Nein. Die Israelis hatten die ganze Zeit Angst, dass die Türken eine Leiche mitnehmen könnten. Und dann wäre sie nämlich weg gewesen. Und deshalb sollten wir unsere Verwandten identifizieren. Zu jeder Leiche sind alle dann hingelaufen und haben geguckt, wer ist es und was ist es. Shirans Zwillingsbruder Ariel. Shiran mit der Großmutter Miriam. Shirans Vater Itzik. Shirans Mutter Iris. Man rät ihr, nach Israel zurückzukehren. Es ist der vierte Tag nach dem Beben. Alle Rettungsarbeiten sind eingestellt. Iris geht in ein Badehaus, das das Beben verschont hat. Endlich das verklebte Haar waschen, die geschundene Haut. Es ist Freitagabend, Beginn des Schabbat in Israel. Sie hat Formulare ausgefüllt für den Erkennungsdienst. Haar- und Hautfarbe der Schwiegereltern, besondere Merkmale der Kinder, der letzte Zahnarzt, die Kleider. Alles wird in Formulare eingetragen, bis es keine Formulare mehr gibt. Da ist Iris klar, ihre Familie hat nicht überlebt. Doch plötzlich, mitten in der Nacht, jemand hat Stimmen gehört, tief unter diesem Schutt. Sofort werden die Bergungsarbeiten wieder hochgefahren. Isaaks Männer haben jetzt 4 Tage und 4 Nächte so gut wie nicht geschlafen. Sie haben mehr als 300 Tote geborgen und 11 Türken gerettet. Und jetzt diese Stimme. Es ist wieder ein Wettlauf um ein Leben. Ständig drohen die Betonmassen nachzurutschen und den rettenden Hohlraum, aus dem die Stimmen gekommen sein müssen, zu verschütten. Stunden brauchten sie. Bohren sich Stockwerk um Stockwerk bis zu Shiran vor. Dann das letzte Loch. Isaak Ashkenazi sieht in 2 schwarze, angststarre Augen. Und er hört eine Stimme, die ruft: Geh weg. Wir sahen dann noch einen Kopf unter dieser Öffnung. Den Kopf ihres Zwillingsbruders Ariel. Ariel lag auf ihrem Bauch. Und in diesem Moment wurde Shiran wütend auf Ariel und sagte: Ariel, du tust mir weh mit deinem Kopf, du drückst auf meinen Bauch. Da haben wir verstanden, dass sie mit ihrem Bruder spricht. Ich untersuchte Ariel kurz, aber stellte sich heraus, dass er tot war. Ich habe ihn dann nach rechts zur Seite gelegt. Für den kleinen Jungen kamen die Retter zu spät. Wenige Stunden, vielleicht sogar nur Minuten. Jetzt kämpfen sie um das Leben seiner Schwester. Shiran weigerte sich hinauszugehen. Ich sprach mit ihr, aber sie wollte einfach nicht. Ich versuchte sie zu überzeugen, sie wollte nicht. Ich versuchte ihr zu erklären, dass Familienangehörige draußen auf sie warteten, aber sie wollte nicht, sie zog sich zurück. Da fasste ich ihre Beine, damit sie sich nicht noch weiter in den für uns unzugänglichen Bereich zurückzieht. Ich sagte, dass ich Kinder habe, sogar ein Mädchen in ihrem Alter, aber sie hat nicht mitgemacht. Anfangs sah ich Shiran gar nicht. Es herrschte eine große Erregung. Alle waren aufgeregt und man bat um Stille, absolute Stille. Man wollte sie hören. Itzik Ashkenazi kroch dann in das Erdloch und holte Shiran mit den Füßen heraus. Wie bei einer Geburt, wenn der Arzt das Neugeborene aus dem Bauch der Mutter herausholt. Er holte sie wirklich aus dem Bauch der Erde heraus.
Und weil ich befürchtete, dass sie sich erschrecken könnte, sagte ich zu ihr: Shiran, Amnon ist hier. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Alles ist in Ordnung. Das erste Bedürfnis, das ich empfand, war, sie in die Arme zu nehmen, weil mir klar war, wenn dieses Mädchen lebt, dann ist das ein Wunder. Meine größte Sorge war jetzt, wo sie nun in meiner Verantwortung war, durfte sie nicht sterben. Denn sie war ja jetzt 100 Stunden ohne Behandlung, ohne Wasser, ohne Nahrung, mit sehr hohem Fieber. Sie glühte förmlich in meinen Händen. Sie war sehr trocken. Sie hatte sehr viel Sand im Gesicht, in der Nase, im Mund. Ihr Mund war voller Sand. Wir witzelten über ihre Zunge, die war rau wie das Fell eines Kamels. Wir machten Späße und dann fing sie an mitzumachen, zu sprechen. Sie bat um etwas zu trinken. Ich fragte sie, was sie trinken wollte. Und ihr Witz macht uns alle wach in dem Moment, wo sie sagte, dass sie Coca-Cola mit Zitrone wollte. Das gab uns endlich ein gutes Gefühl. Ich war unter Schock. In einem Zustand, in dem ein Mensch nicht mehr glaubt. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich glaubte nicht, dass Shiran lebt. Ich hatte Angst, sie anzufassen. Wieso eigentlich? Das ist doch ziemlich unnatürlich. Das stimmt. Ich hatte aber Angst, Shiran anzufassen. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich hatte Angst, dass sich ihr Zustand verschlimmern könnte. Deswegen hatte ich Angst, sie anzufassen. In Israel überschlägt sich die Presse. Isaac Ashkenazi erfährt, dass die dramatischen Stunden der Rettung im Fernsehen live übertragen worden sind und er ein Held ist. Gleichzeitig sorgt sich das ganze Land mit der Mutter und fragt sich, wie erklärt man einem Kind, dass die ganze Familie ums Leben gekommen ist? Die Großeltern, der Zwillingsbruder und der Vater. Wo ist Papa? Fragt Shiran öffentlich, aber keiner wagt ihr, diese Frage zu beantworten. Zur selben Zeit geht der türkischen Kripo der millionenschwere Baulöwe Veli Gökçe ins Netz. Er habe den Tod verkauft, titeln die türkischen Zeitungen. Die Verhaftung bringt ihn in Sicherheit vor seinen Opfern und schützt ihn vor handfester Lynchjustiz. 90% seiner Häuser liegen in Trümmern. Ich werde dich umbringen, du dreckiger Mörder, schreit ihm dieses Kind hinterher. Die Totenliste der Gemeinde Çınarcık. 290 Namen. Und fast hinter jedem ist vermerkt Veli Gökçe. Es waren seine Häuser und es sind seine Toten. Gökçe ist mittlerweile wieder frei und untergetaucht. Er übernimmt weder vor Gericht noch vor der Öffentlichkeit irgendeine Verantwortung. Auch keine moralische, weder vor dem Gesetz noch vor seinem Gewissen. Es gibt in diesem Fall ohnehin nicht nur einen Verantwortlichen, sondern viele, vor allem die Behörden. Ich weiß nicht, ob das jetzt klug ist, das so zu sagen, aber auch die Leute selbst sind verantwortlich. Wenn man was kauft, dann prüft man es. Aber wenn die Leute ein Dach über dem Kopf kaufen, dann tun sie das nicht. Die Kunden hätten eben genauer hinsehen sollen. Oraların bence tetkik edilmesi gerekirdi. Der Tatort ein Jahr danach. Bald wird frische Erde die Wunden bedecken. Die Beweise für die Verantwortung Veli Gökçe sollen verschwinden, möglichst schnell.
Niemand habe ihm gesagt, wehrt sich Götscher über seinen Anwalt, dass man zum Bauen keinen Sand vom Strand verwenden darf. Das Salz, die Muscheln, haben aus seinem Beton einen Schwamm gemacht, sagen Fachleute, und wundern sich über so viel Skrupellosigkeit. Mittlerweile schreiten die Aufräumarbeiten gut voran. Auch das alte Büro von Veli Götscher ist wieder hergerichtet. Sein Neffe führt jetzt die Geschäfte. Aber weil der Name Götscher keinen guten Klang mehr hat in Chinatschik, hat der Neffe gerichtlich seinen Namen ändern dürfen. Es geht eben einfach alles so weiter wie vor dem 17. August, sagt der ehemalige Bürgermeister einer Nachbargemeinde. Auch dort hat Götscher gebaut und kein einziges Haus hat das Erdbeben überstanden. Die Komplizenschaft zwischen Behörden und Bauunternehmer hat Ömer Dursun immer wieder angeprangert. Es hätte ihn fast das Leben gekostet, als gedungene Schläger ihm auflauerten. Die Baugenehmigung für das Haus von Shirans Familie. Drei Unterschriften. Gemeinde, Architekt und Gutachter. Alle sind wegen Korruption schon vor dem Erdbeben rechtskräftig verurteilt worden. Ömer Dursun hatte als Bürgermeister reihenweise Baustellen von Veli Götscher versiegeln lassen. Aber der schaffte es immer wieder, die Baustopps aufzuheben. Eigentlich waren für das Haus der Frankos nur drei Stockwerke erlaubt. Götscher ließ trotzdem einfach höher bauen. Ein Federstrich des Bürgermeisters von Chinatschik genügte und die Unterschriften der beiden Schriftführer. Im Stadtrat sitzen der Gemüsehändler, der Metzger und andere Kleinkrämer und die beschließen, dass er 8 Stockwerke bauen darf. Das ist illegal. Der Stadtrat und der Bürgermeister, das ist der Staat und als Bürgermeister war auch ich ein Teil dieses Staates. Ich dachte immer in meinem Kampf, dass ich den als Bürgermeister im Auftrag des Staates führte. Ich habe immer gedacht, wenn ich die Gesetze des Staates verteidige, dass ich ein öffentliches Interesse wahrnehme. Und wenn ich jetzt gefragt werde, ist Veli Götscher ein Mörder, sage ich nein, nicht ganz. Der eigentliche Mörder ist der Staat. Da Dursun nicht zu stoppen war, haben seine Gegner ihn schließlich mit gekauften Stimmen einfach abwählen lassen. Das Aus für einen, der noch 1993 als erfolgreichster Bürgermeister der Türkei ausgezeichnet worden war. Veli Götscher wird weitermachen, teilt sein Anwalt mit. Er wolle jetzt solider bauen. Derweil hat sich einer seiner Komplizen, der ehemalige Bauingenieur und Gutachter der Gemeinde, selbstständig gemacht. Er renoviert jetzt die Häuser, die das Erdbeben nicht ganz zerstört hat. Putz drauf und vergessen. Ein Fernsehspot beschwört die Vernunft. Das Erdbeben habe das ganze Land verletzt. Deshalb haltet zusammen und baut eine Türkei, die nicht mehr zerstört werden kann. Zusammenrücken nach der Katastrophe. Auf dem tintengetränkten Blatt des Seismographen 50 Sekunden aus der Nacht des 17. August. Jeder Ausschlag steht für Abertausende von Opfern. 95% der Türkei sind erdbebengefährdet. Aber weder gab es bislang eine eigene Hundestaffel zur Bergung Verschütteter, noch ein solides Frühwarnsystem. Mit apokalyptischen Folgen, wenn zutrifft, was Meeresgeologen sagen, das nächste Beben verwüstet die 13 Millionen Stadt Istanbul. Spätestens in den nächsten 30 Jahren. Vielleicht schon morgen. Wir haben immer noch nicht begriffen, dass unser Land ein Erdbebenland ist. Die Leute sagen, Hauptsache ich habe ein Dach über dem Kopf, egal wie. Keiner hat daran gedacht, dass in einem Erdbebenland lebt und seine Unterkunft erdbebenfest sein muss. Keiner hat daran gedacht. Wir haben nur an das Make-up der Häuser gedacht. Thank you.
Als ich damals Shiran in die Intensivstation brachte, sagte sie zu mir, und es war überhaupt der erste Satz, den sie sagte und der mir zeigte, dass das Mädchen wieder in Ordnung ist. Sie fragte mich, Mama, warum bist du so berühmt? Ich sagte ihr, deine Mama hätte gern darauf verzichtet. Dann sagte sie zu mir, ich will auch berühmt sein. Daraufhin haben die Ärzte und Krankenschwestern zu ihr gesagt, komm, du sollst auch berühmt sein. Und haben alle Reporter reingelassen. Sie hat dann irgendwann von sich aus gesagt, jetzt reicht's. Und dann habe ich die Journalisten freundlich gebeten, wieder zu gehen. Und dann hat Shiran gesagt, du Mama, das ist ja fantastisch, berühmt zu sein. Shiran feiert ihren Geburtstag. Nicht ihren tatsächlichen, sondern den ihrer wunderbaren Rettung vor einem Jahr. Ein Wechselbad der Gefühle. Le Shiran, anu mekirot od migan chova. Eine Freundin erinnert sich, wie fassungslos sie über das Unglück war und wie sie vor dem Fernseher Tag und Nacht um Shiran zitterte. Shiran in einer Kinderuniform, ein Geschenk des israelischen Militärs als Erinnerung an ihre Lebensretter. Sie geben dieses kleine Fest. Für Shiran und als Werbung für die Armee. Noch einmal stehen das Mädchen und das Wunder im Mittelpunkt der Medien. Aber niemand entlockt Shiran nur ein einziges Wort über ihre 100 Stunden Todesangst. Nicht einmal ihr Retter, der bis heute nicht aufgehört hat, sich um sie zu sorgen. Seit einem Jahr hat er nun zwei Töchter. Rotem, seine eigene, und Shiran, beide unzertrennlich. Sie ist etwas Besonderes. Sie gehört zu den seltenen Menschen mit großer innerer Kraft, mit einer enormen seelischen Kraft. Sie ist etwas ganz Besonderes durch ihre innere Kraft. Und was hat ihr geholfen zu überleben? Das kann ich nicht genau sagen. Aber was ihr ohne Zweifel half, war ihre Geschwätzigkeit. Sie ist sehr geschwätzig. Ja, sehr geschwätzig. Und sie hat sich selbst dort unten beschäftigt. Sie sprach und schwatzte, und das half ihr neben dem Wunder. Sterben muss, dann will ich sterben, singt Candan Erçetin an diesem Abend. Ein Konzert zum Jahrestag der Katastrophe für die Menschen in Yalova, dort, wo das Erdbeben besonders grausam war. Yalova ist eine Barackenstadt geworden. Viele Menschen fürchten feste Wände aus Angst vor einem neuen Beben. Sie haben die Nacht des 17. August vor Augen und das Grauen der Tage danach. In Yalova haben sie schon am nächsten Tag den Schutt ins Meer geschüttet. Was wir da gesehen haben, hat uns die Haare zu Berge stehen lassen. Auf dem Wasser schwammen Körperteile von Menschen, wie Fische. Viele davon sind bei lebendigem Leibe mit dem Schutt ins Meer geschüttet worden. Hunderte hätten gerettet werden können. Sie wissen doch, dass Shiran von den israelischen Rettern noch 5 Tage danach lebendig geborgen wurde. ...1500 Häuser verschwanden im Meer. Eine hübsche Halbinsel ist daraus geworden, eine nette Promenade und ein Denkmal für die Opfer des großen Erdbebens. Die Namen der Toten sind in den weißen Marmor geritzt.
Die Schulter war ein bisschen verstaucht. Das war schnell verheilt. Die Seele braucht ein ganzes Leben. Keiner weiß, was in ihr vorgeht. Nicht ihre Freundinnen, nicht ihre Mutter, nicht ihr Retter. Kein Arzt. Und schon gar kein Journalist. Außer Shiran und Iris hat keiner der Familie überlebt. Und der neue Geburtstag von Shiran ist auch immer der Todestag der anderen. Heute stehe ich auf, um meiner Tochter das Schulbrot zu machen, sie zur Schule zu schicken. Ich kam eben nicht mit leeren Händen zurück, deshalb geht mein Leben weiter. In Yalova werden derweil Namen nachgetragen, ein Jahr nach dem Beben. Arje Franco, Shirans Bruder, der Vater Itzik und die Großeltern Schmul und Miriam. Die Stadtverwaltung hatte sie vergessen. Findet Shiran bei den Bildern ihrer Rettung? Freude darüber, dass ich gerettet wurde.